Ja, hier ist wieder der Pum mit seinem Let's Play von Driver Parallel Lines. Im vorherigen Part haben wir für den Kolumbianer den Wagen wieder geholt, sein, wie hat das genannt, Rosalita. Und wir haben gerade eine neue Mission dazu bekommen. Abgekatertes Spiel müsste das gewesen sein. Oder haben wir hier noch irgendwas? Luftposte, die Mission sagt mir auch nichts. Und die hatten wir auch schon. Also die zwei hatten wir schon vorher und jetzt haben wir die Auswahl zwischen vier verschiedenen Missionen. Allerdings würde ich sagen, machen wir die Mission Grüne Mina und dann gucken wir einfach mal, was wir denn da so machen müssen. Ich brauche ein Fahrzeug. Ja, da steht doch schon ganz zufällig eins. Dann nehmen wir das auch. Er sieht auch schon relativ fix aus. Und dann schauen wir Ich mal. bin's. Wir brauchen Gefangenentransporter, um Candy rauszuholen. Wart in der Nähe von Rikers und schnapp dir einen der abfahrenden Wagen. Tu, was nötig ist. Aber mach die Karre nicht kaputt. Danach bringst du den Transporter in die Werkstatt, wo er startklar gemacht wird. Stell dich auf Ärger ein. Ui. Okay, wir sollen einen Gefangenentransporter klauen, ihn nicht zerstören. Zwei doch relativ überschaubare Ziele. Problem dabei wird wahrscheinlich nur, dass da, wie man dort schon sieht. Ich muss den Transporter kriegen. Ja, Polizeiwagen mit dabei sind. Das heißt also, wir müssen. Das war aussteigen, das war jetzt nicht ganz so klug. Eigentlich wollte ich nämlich nur. Ja, jetzt erstmal vor der Polizei wegfahren. Und dann können wir mal. Ah, da ist die Taste. Okay, wo haben wir ihn denn? Da vorne. Schon ganz schön weit vorgefahren. Er ist fix unterwegs. Wow. Oh Mann, die sind aber hartnäckig. Schieße ich überhaupt? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier gar nicht schieße. Man kann wieder alle Tasten drücken, ohne dass irgendwas Sinnvolles passiert. Also das muss man Driver auf jeden Fall abziehen. Die Steuerung ist nicht die beste. Jetzt kann ich auch nicht nach hinten zielen, weil das ist ja scheinbar nicht vorgesehen. Wir sind gestorben. Das ist natürlich unpraktisch. Na gut, machen wir mal einen Neustart der Mission. Eieiei. Gut, war klar, dass das irgendwann auch mal vorkommen sollte. Ich muss den Transporter kriegen. Ey, so stand ich gerade nicht. Okay, auf Viereck ist das also. Vielleicht ist das ja nicht die beste Methode hier direkt auf den LKW zu gehen, sondern lieber erstmal. Eieiei. Ja, sehr gut durchlöchert auf jeden Fall. Na gut, schauen wir erstmal, Ich muss den Transporter kriegen. dass wir erstmal doch die nervigen Streifenwagen ausschalten. Und dann können wir uns in Ruhe darum kümmern. Ey. Ja, kommen wir da nach vorne. Weil in Driver kann man ja nicht nach hinten zielen. Okay, perfekt.
Der erste Streifenwagen ist schon mal hinüber. Das war jetzt auch nicht so praktisch. Aber der wird jetzt von keinem anderen... Ja komm, Motorhaube, geh kaputt. Okay, dann gucken wir mal. Da. Ich will ja jetzt eigentlich auch nicht so nah hinten, weil... Treffe ich da überhaupt irgendwas? Sieht nämlich nicht so aus. Irgendwie sieht das so aus, als würde ich da immer nur... So. Die sind aber auch fies, dass die sich... So, der ist auch weg. Aje. Mit nur noch 39 Energie. In den dritten Versuch. Immerhin haben wir unendlich Munition. Das muss man dann ja schon mal dem Spiel zugute schreiben. Jetzt ist er aber fix unterwegs. Nein, auf den da. Oh, die Zielfähigkeit lässt aber doch sehr zu wünschen übrig, ne? Also... Na, irgendwie ist das nix. Wie soll man den denn nicht beschädigen? Nimm den Gefangenentransporter. Gerne doch. Ja, komm. Nein, nicht da rein. Boah. Boah, gut. Mal sehen, wie sie sich machen. Was war jetzt? Oh. Da haben wir dann einfach mal einiges übersprungen. Job erledigt. Du hast den Gefangenentransporter. Gut, ich bin da zwar nur eingestiegen und mehr oder weniger glücklich den Gefangenentransporter bekommen, aber okay, wenn das Spiel das als gewertet wird. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, wir speichern das Spiel und sehen uns dann im nächsten Part wieder. Von da sage ich mal, bis später, der Pump.